Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal und zwar Civilization 6 und ja, wir spielen als Deutschland und ja, wir werden jetzt einfach mal schauen, ob wir das hier gewinnen können. Ja, also wir haben einmal eine Kriegereinheit und einen Siedler und ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall mal Richtung Wasser. Oh, der kann mal hier in die Richtung gehen. Ja, das kennt man doch schon, Jungs. Alles in Ordnung. So. Genau, hier, zack, Stadt. Der Zugewinn einer Stadt an der Küste hat eurer Zivilisation Einblicke verschafft, wie man den Wellen Herren wird. Ja, ich weiß. So, da haben wir Aachen und da können wir natürlich auch schon direkt... Ja, ich weiß, dass man das so machen kann. So, da können wir natürlich direkt was machen. Und zwar nehme ich direkt einen Handwerker. Ja, komm, machen wir nochmal einen Krieger. Und dann gehen wir. Obwohl, Technologiebaum, den machen wir mal auf. Segeln. Segeln oder so. Steinmetzkunst. Was kriegen wir hier raus? Speerkämpfer. Na, da kriegen wir dann Schwertkämpfer raus. Reiter. Ermöglicht es allen Landeinheiten das Wasser. Da kriegen wir die raus. Obwohl, ich will hier auf jeden Fall die hier haben. Puff. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die ersten Technologien ausgewählt. So. Gehen wir mal weiter. Ja, ansonsten haben wir hier nichts. Nicht wirklich was. Ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir noch keine anderen Zivilisationen hier in der Nähe haben. Wird sich natürlich später im Verlauf des Spiels natürlich alles ändern. Ja, die Folgen, die werden um und bei zwischen 10 und 15 Minuten gehen. Hatte ich mir so gedacht. Oh nein. Alexandros ho Makedonimi, Basileos ke Parao, ho Aesetos strategos tes Ελλάδος, Arua keko asperimu. Ah, du kleiner Schönling. Seid gegrüßt, ich bin Alexander von Makedonien, König und Pharao, der unbesiegte General Griechenlands. Ihr habt sicherlich von mir gehört. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Bob, besucht die naheste meiner Städte. Flaniert auf den makedonischen Plätzen und seht, wie der Handel meines Volkes floriert. Ja, wir freuen uns drüber. Nachdem ihr auf eine andere Zivilisation gestoßen seid, ist die Notwendigkeit für neue Kommunikationswege offensichtlich geworden. Ja, das... Ach du Scheiße, ist er direkt bei mir in der Nähe. Schämst du dich gar nicht, Junge? Nee. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Gut, da haben wir gleich mal zwei Flieger fertig. Wenn du dich noch wiederfindest. Ja. Ja. So, gut, da haben wir den zweiten Krieger. Den werde ich jetzt in die andere Richtung schicken. Entdeckung eines neuen Kontinents hat gezeigt, dass die Welt voller Handelsmöglichkeiten steckt. Wo? Ich sehe keinen anderen Kontinent hier. Gut, dann können wir hier mal Handwerker bauen. Zack. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir hier vorankommen wollen. So. Wenn der Handwerker... Unser benachbarter Stadtstaat hat uns um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Da, ja, könnte man. Das sind wahrscheinlich Barbaren platt machen. Ey, yo, geh mal weg mit deinem komischen Kackspeer, Junge. Stockholm haben wir entdeckt. Ah. Alles gut. Dann haben wir Baumwolle. Baumwolle ohne Ende. Ey, Junge, geh nicht über meine Grenzen. Ich habe eine Handelsdelegation mit Geschenken, dem besten Wein und Olivenöl, die Makedonien zu bieten hat, entsandt. Ich vertraue darauf, dass ihr...
Sprachsalat heute ist wieder am Start. Dass ihr meine Gesandten herzlich empfangt. Ja, okay. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich mit Griechenland zusammentut. Zumindest für jetzt. Toll, da kommen wir jetzt natürlich nicht weiter, ne? Oh, ich habe ein Dorf gefunden. Nein, der läuft. Er läuft. Das geht nicht. Eine neue Politik für unsere Regierung eins. Aber nicht durch Wahrheit. Ja, Politik ändern. Kampfstelle gegen Kampf gegen Barbaren. Ja, guck mal, den können wir schon mal reintun. Ja, Aufklärungseinheiten. Ich glaube, ich werde gar nicht erst auf Aufklärungseinheiten bauen. Ich glaube, die lasse ich dann direkt außen vor. So, zack. Gips, Luxusgut, benötigt Bergbau. Ja komm, dann können wir ja hier schon mal dahin gehen mit dem. Machen wir auf jeden Fall den Außenhandel. Ach kacke, da habe ich ja gleich zwei davon, ne? Nicht so geil. Mal gucken, vielleicht komme ich da jetzt durch. Bedeutender Sieg, ja komm, Attacke. Gehen wir doch mal direkt in den Angriff über. Ja, bauen wir mal eine Mine dahin. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Zack. So. Tini tropo auxesis ten senarken. Iu, tu lau chene kamakese. Was ist er denn? Was bist du für ein Spasti? Verpiss dich, Junge. Wir könnten sonst auch Krieg machen. Kein Problem. Immer schön rauf auf die Barbaren. Zack, zack. So. Dann können wir hier nochmal eine Gipsmine machen. Puff. Ja. Das ist in Ordnung. Ey, Junge. Kann er sich mal verpissen von meinem Geländefeldern? Sonst gibt das gleich richtig auf den Sack. So. Ja, komm, mach ihn mal weg. Ja. Weg mit dem Volk. So. Eure Soldaten hoffen, dass der erfolgreiche Kampf beim Barbaren-Außenposten nur der Anfang einer langen Siegesserie wird. Ja. Das könnte man haben. Ja, den machen wir hier. Mit dem gehen wir dann auch wieder hier hin. Gut, dann brauche ich auf jeden Fall einen Siedler als nächstes. Damit wir unsere Zivilisation direkt ein bisschen ausbauen können. So. Aber ganz ehrlich, hier, gegen Fernangriffe, zack. So, ja, dann haben wir den. Der kann hier warten. Der kann hier hingehen. So. Wie doof ist der? Warum greift er mich an? Das ist die Frage. Warum greift er mich gerade an? Hat sich damit selber vernichtet. Weg damit. Kann man nicht gebrauchen. So, der kann da stehen bleiben. Du baust deine Mine hin. Okay, wir können unsere Produktionstechniken verfeinern. Die Entwicklung auch Handwerkskunst hat große Fortschritte erreicht. Ja, das ist auch in Ordnung. So. Aber ich glaube, ja, da sieht echt danach aus, als wenn da oben schon zu Ende ist. Versteckt in der glorreichen Wildnis wie nicht abgebautes Gold. Wie nicht abgebautes Gold. Ja, das... Pay-Titi. Okay. Pay-Titi. Oder so. So, dann haben wir hier... Oh ja, wir können noch eine Mine bauen. Das ist sehr gut. Ja. Du kannst erstmal in den Schlafmodus übergehen. Ah, ne, da geht das noch weiter. Ihh, der hat schon mehrere Städte, so wie es aussieht.
Ja, wir sind ja dabei. Wir sind ja dabei. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Knete machen wir auch. Munzer. So, hier, zack. Dann kann er sich da regenerieren. Zack. Hier hat die Siedler fertig. Nicht so geil. Ja, guck mal, der kann ja auch erstmal da bleiben. Zack. Ja, da kommen wir so an sich gar nicht weiter. Gehen wir mal dahin. Junge! Was machen Sachen? Genau, Ziel, das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Okay, durch Handelswege, Produktion. Ja, nee, brauchen wir nicht machen. Frühes Reich, lass eure Bevölkerung, eure Zivilisation, Grenzenverschärfung zu offene Grenzen zu gewähren. Ja, komm, machen wir das. Denn ist mein Siedler fertig. Das finde ich auch gut. Bauen wir ein Monument oder bauen wir direkt noch einen Siedler? Also komm, wir machen direkt noch einen Siedler. Und mit dem... Ja, den will ich auf jeden Fall dahin haben. Ja, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.